Frau Abgeordnete Doktorin Susanne Winter. Danke schön, Herr Präsident, werte Kollegen und Kolleginnen, werte Zuhörer. In Richtung SPÖ. Ich gebe Kollege Matznetter komplett recht, dass Bundeskanzler Kern den Fuß in die Tür gestellt hat, um dieses TTIP-CETA abzulehnen. Aber was ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht verstehen kann und nicht nachvollziehen kann, ist die leere Regierungsbank dahinter. Man typiert damit nicht nur unsere Arbeit, die wir als Kontrolle der Regierung auftreten sollen, sondern auch die Arbeit derjenigen, die dieses Volksbegehren initiiert haben. Und ich glaube, 500.000 Wähler mehr oder weniger, denen man die Zustimmung signalisiert, indem man hier anwesend ist, das könnte auch eine SPÖ sehr gut im nächsten Wahlkampf vertragen. Wir haben hier sehr vieles gehört. Ich möchte Ihnen in dem Zusammenhang aber eines sagen, wie meine Meinung zu all dem ist, und möchte dazu zwei Zitate bringen, die es bis dato hier noch nicht gab. Das erste Zitat ist: Wenn wir das hier falsch machen, werden uns unsere Kinder verfluchen. Das ist ein Zitat von Sigmar Gabriels, ein Geistesblitz von unlängst. Und das zweite Zitat ist aus der französischen Zeitung für die auswärtigen Beziehungen. Und die sprechen im Zusammenhang vom Freihandelsabkommen sehr wohl von Konzernschutzabkommen. Und sie sprechen auch davon, dass dies ein Staatsstreich gegen die Demokratie ist. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Im Zuge dieser Debatte, glaube ich, wurde auch vielen Leuten klar, wer in diesem Gremium hier eigentlich für Demokratie und für die Menschen eintritt und wer nicht. Denn es ist eine die Leute, die sich mit der überwältigenden Mehrheit des Volkes übereinstimmen und hier gegen TTIP, CETA und TISA stimmen, die sind auch gegen dieses, wie sagt man, auch das habe ich gelesen, diesen drohenden Freihandelsextremismus. Ich sage das nicht, ich habe das nur gelesen. Und wenn man sagt, überwältigende Mehrheit, es gibt neueste Studien, dass 70 bis 80% der Bevölkerung absolut gegen dieses grausame Triumvirat sind. Warum man darauf hier in der Regierung nicht eingeht, das ist mir einfach unerklärlich. Und es hat wohl auch etwas vom Orwellschen Neusprech, wenn wir nachdenken und überlegen und uns dieses Wort Freihandelsabkommen einmal näher anschauen. Es hat weder was mit Freiheit noch mit Handel zu tun und schon gar nicht mit Handel zwischen Partnern auf der gleichen Ebene. Es soll mit Brachialgewalt durchgedrückt werden im Rahmen einer gewissen großen Unklarheit und einer Verschleierungspolitik. Im Laufe dieser Debatte wurden viele Dinge, die eben als Kritikpunkte auch in diesem Volksbegehren drinnen stehen oder in dieser Volksbegehren drinnen stehen, erörtert. Das ist einerseits alles das, was auf die nationalen Staaten in Europa zukommt, sollte dieses Abkommen tatsächlich in Kraft treten. Und es ist egal, ob es sich dabei um die Schiedsgerichte handelt, die ja tatsächlich die Konzerne über das nationale Recht stellen, oder die drohende Gefährdung im Lebensmittelbereich, wir haben gehört, mit der Gentechnik und Ähnliches mehr, und auch die Aushöhlung der Arbeitnehmerschutzbestimmung. Und eines haben alle diese Themen gemeinsam. Und zwar geht es um die Auflösung und die Beschneidung des Selbstbestimmungsrechts und der Souveränität der europäischen Nationalstaaten. Und damit, glaube ich, setzen wir zurück ein Recht, das wir aus der Französischen Revolution praktisch blutig erkämpft haben. Ein Erbe und eine Bedeutung für Europa, die nach wie vor an Attraktivität gar nichts verloren haben. Wenn man Souveränität und Selbstbestimmung hernimmt, so sind es absolut die Wurzeln und die Grundlagen unserer Demokratie. Denn wenn ein Staat nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Belange selbst zu entscheiden, wenn Konzerne mächtiger als Staaten sind, dann sind Politiker in Wirklichkeit eigentlich machtlos, oder? Und die Demokratie verkommt damit mehr oder minder zu einer Farce. Die herrschende Politik verkommt zu einer Marionette und zu einem Schauspiel und eigentlich
wird sie nur für das Volk mehr als solches zur Unterhaltung dargehalten. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich Sie bitten, alle, die auf der Seite der Bevölkerung und gegen TTIP stehen, überlegen Sie sich noch einmal, ob Sie nicht tatsächlich für den Erhalt und die Souveränität und die Selbstbestimmung im Lande Österreich sind. Setzen Sie ein Zeichen dafür, dass Sie nicht zum Totengräber unserer Demokratie werden, und stimmen Sie gegen TTIP, CETA und TISA. Dankeschön.